Die protestantische Friedenskirche in Mechtersheim, Rheinland-Pfalz, wurde in den Jahren 1877 bis 1879 nach Plänen des aus Speyer stammenden Architekten Heinrich Jester errichtet. Der ausführende Baumeister war Michael Muth. Jester schuf dem Zeitgeschmack des Historiums folgend eine Kirche im Mischstil zwischen Neugotik und Neuromanik. Nach der Zerstörung 1944 erfolgte der Wiederaufbau eines barockierten Saalbaus von 1949 bis 1952. Bereits in der Zeit der französischen Verwaltung von 1804 bis 1814 wurde der Bau einer Similarienkirche in Mechtersheim für Reformierte, Lutheraner und Katholiken überlegt, was jedoch durch die Kriegswirren und durch die vielen Mittel nicht realisiert wurde. Ab 1846 bestanden Bestrebungen für eine einige protestantische Kirche, doch zur Realisierung fehlte weiterhin die finanziellen Mittel. Erst 1864 konnte man von den Erben von Georg Gund ein entsprechendes Grundstück von zum Preis von 1734 Gulden erwerben. Der Krieg mit Frankreich 1870 bis 1871 verzögerte die Planung erneut. 1876 wurde der Plan der Kirche dem Ministerium zur Genehmigung vorgelegt. Im Herbst des darauffolgenden Jahres konnte mit dem Bau begonnen werden. Unter Leitung des Speyer Architekten Heinrich Jester entstand eine Kirche in einem Mischstil zwischen Neugotik und Neuromanik. Die Glocken für die neue Kirche kamen aus der Gießerei Andreasheim in Frankenthal und läuten in dem Dreiklang AS, CS. Die Orgel wurde von den Gebrüdern Stumm in Raunen-Sulzbach gebaut. Kriegszerstörungen. In der Nacht vom 24. zum 25. April 1944 kam es zu einem massiven Angriff englischer Fliegerbomber auf Mechtersheim. Im Westteil des Dorfes fielen zahlreiche 60 cm lange und 8 cm dicke Prophosphorstabbomben vom Himmel. Innerhalb kürzester Zeit brannte es an 58 Stellen im Dorf. In der protestantischen Kirche, vermutlich vom Funkenflug getroffen, brannte der ganz im Raum sowie der Glockenturm. Die schließlich zusammenbrechende Turmhaube stürzte ins Kirchenschiff. Eine einzige Glocke war vor der Metallschmelze sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg verschont worden. Die Glanze der drei Bronzeglocken aus dem Jahr 1879 wurde von Karl Schielmann und weiteren Helfern aus dem nun einsturzgefährdeten Stumpf des Kirchturms geborgen. Von einem provisorischen Holzgerüst im ausgebrannten Kirchenschiff aus erfüllte sie bald nach dem Krieg wieder ihren Zweck. Nachdem 1959 die Glocke durch ein vollständiges, fünfstimmiges Geläut im Turm ersetzt wurde, sollte sie zum Metallwert verkauft werden, lagerte aber doch 35 Jahre in der Abstellkammer der Kirche. Im Oktober 1995 installierte Karl Schielmann die Glocke wieder neu unter dem Turm im Eingangsbereich der Kirche. Sie wird bei besonderen Gedenkgottesdiensten per Hand geläutet. Zum 130-jährigen Jubiläum des Gotteshauses erhielt die Kirche am 1. Advent 2009 den Namen Friedenskirche. Die 5 Stahlgussglocken, hergestellt im Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation, kamen im Oktober 1959 auf den Turm. Die Glocken sind in verschiedenen Rippenklangtypen gegossen worden, was einen musikalischen, reizvollen, sehr reinen und unverwechselbaren Gesamtklang ergibt. Die Töne G, C, D, E ergeben das sogenannte Westminster-Motiv E, bildet dazu die Unteroktave. Das Reizvolle des Mechtersheimer Geläutes ist die Mischung der verschiedenen Klangfarben. Zugleich
Zugleich ist es auch auf die Glocken der katholischen Kirchengemeinde abgestimmt, Uhrschlag und Stundenschlag. Der Uhrschlag wird von der mittleren Glocke 3 angeschlagen. Der Stundenschlag wird von der zweiten größten Glocke 2 angeschlagen und endet um 22 Uhr. Siehe auch Ruhe, Nachtruhe.